Und dann gehen wir gerade hier rüber. Ah, Würmer. Würmer! Stirb! Ja, ich nenne sie Würmer. Auch wenn es Schlangen oder sowas sind. Serpentine. Hm. Oh Gott, die W ist verdammt nützlich ab und zu. Ah, die W macht nämlich 139 bis 296 Physical Damage. Hier und da sehr praktisch. Ah nein, den Umweg gehe ich nicht. Mach mal die Tür auf. So. Ah, die schwimmen wir auch noch mit. Komm. Hm. Ach, wo kommt ihr denn her? Dann gehen wir hier jetzt noch nach Norden. Ich denke, da geht es nicht so weit. Das sieht aus, als wären das einfach nur Sackgassen. So, komm, alle in die Kuh. Einmal hauen lassen. So ist fein. Ja, das sind wahrscheinlich alles so kleine Sackgassen dann. Ist nicht weiter schlimm. Oh. Eieiei. Hier und da kommt dann doch schon viel Schaden rein. Komm, mach das kaputt. Hm. Ja, dann sind wir jetzt schon fast durch, ne? Mit diesem Teil. Wir können ja noch den falschen Weg erkunden. Silver Rune. Okay. Oh, du hältst was aus. So, dann halt mit der W. Bap, bap, bap. Ja, komm her. So. Aha. Spiked Maul. Okay. Das könnte interessant werden. Ein bisschen Glück. Also, meins hat 39 bis 83. Mhm. Das hat 27 bis 51. Also sagen wir mal 36 bis 69 nur. Aber halt eben Elementarschaden. Ah, was hat er denn noch? Stun-Duration. Und es ist ein Kolben. Attack-Speed haben wir halt die 0,03 mehr, ja. Leech Back as Mana. Hm. Hm. Oh, da können wir aber den Crit-Multiplier reinbauen. Was haben wir denn hier? Infernal Blow, nein. Wir nehmen... Was nehmen wir denn? Ja, wir nehmen die W. Was ist die W? Molten Shell? Nein, Iron Will. Heavy Strike? Komm. Heavy Strike. So. Und jetzt den blauen. Increased Critical Strike Multiplier. Ja, wirkt der nicht? Haben wir zu wenig Int? Ha. Haben wir zu wenig Int? Ich dachte, wir haben irgendwas mit Int angezogen. Nein, C 34 und das Ding braucht... Oh, hm, egal. Jetzt haben wir halt einen Kolben. Der sieht auch mal ein bisschen interessanter aus. Oder? Ja, definitiv. Gut, das war das. Was ist denn das hier? Ach, können wir gar nicht upgraden. Weil wir nicht genug Int haben. Ach so. Ich dachte schon. Hm. Interessiert mich der Rest des Dungeons? Ja. Hier haben wir einfach mal so ein scheiß Siegel gebrochen. I don't care. Und ich dachte, das hier ist Nebenquest. Vielleicht ist das dann doch die Hauptquest. Aha. Schön. Ja, gut, ja, ja. Zackedy-Bow. Ja, das ist ein sehr legitimes Wort. Zackedy-Bow. Hm. Also mit der Kuh macht man schon interessant Schaden mit dem Ding. Mit der W sind es immer noch One-Hits, also habe ich gar kein Problem damit. Komm weg, du Wurm. Ah, und diese 10% merkt man doch hier und da ein bisschen.
Obwohl es ja nur 0,03 schneller ist. Ah, okay, das war's. Ja, ja, ich muss eh in die Stadt mein Inventar leeren. So. Gut ist, jetzt haben wir ja einen Teleporter in beide Dinger. Oh, stimmt, hier ist ja. Leute, wir haben das Licht ausgemacht. Oh fuck, wir haben alle eine Quest jetzt. Scheiße. Was? Was? Oh, ich dachte schon, der will kämpfen. Scheiße. Eieiei. Das hätte ich ja jetzt nicht gewollt. Aber hat sich wirklich angehört, als ob der jetzt gegen uns kämpfen will, oder? Instant Recovery. Naja, geh weg. So, accept. Sell Items. Haben wir noch was? Weg mit dem Feuerschaden, weg mit der Flask. Purchase. 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 Keine Ahnung. Purchase. Purchase. Was haben wir denn hier? Nichts Interessantes. Nö. Was hast du zu sagen? Mann, die sind alle ziemlich fies. Ich habe das ja nicht komplett extra so gemacht. Mann, die sind alle echt unfreundlich. It's happened before. Malagaro conjured up a creature of the purest, darkest thaumaturgy. How and from where his explanations make no sense to a sane mind. So unless you wish to aspire to a reputation like Piety's, find a way to dispatch that thaumaturgical creature. The longer it resides in Rayclass, the more twisted this land will become. Oh Mann. Das habe ich gut gemacht, oder? Da interessiert mich jetzt aber, was die in der ersten Stadt dazu sagen. Oh ja. Aber erst dachte ich, oh, hier ist nicht dunkel. Und die sagen nichts dazu. Okay. Okay. Nun dann. Dann sagen die halt eben nichts dazu. Was haben wir denn vor? Hier können wir eh nichts machen. Stimmt, das Banditending hier wollte ich machen. Den da. Aua. Ja. Der muss ja hier irgendwo in dem Gebiet sein. Ich meine, wir haben fast alles gefunden. Ja, ich denke, da hoch müsste es dann. Sieht vielversprechend aus. Ah, wenn ich nur treffen würde, ne? Aber nein. Oh, machen die einen Schaden. Ja. Ja, mach doch mehr Chaos-Schaden. Eieieiei. Ihr Mistviecher. Na los. Kuh. Was? Create Warlock's Mark. Ach so. Portalschriftrolle.
Hör auf zu spucken, das ist unhöflich. Menschliche Gegner mag ich. Na, geht weg. Ihr mit eurem Scheiß mag, das kann nur ich. Oh, da ist nix. Mir gefällt das so düster. Auch wenn ich eh dran schuld bin. Ach nein, 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 nein. Special Schlangen, das ist unfair. Komm, verreckt. Nicht ich. Komm schon, triff, triff. Mann, 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 Mann. Nicht schlecht. Das war echt schon ein bisschen anstrengend. Was heißt ein bisschen? Das war anstrengend. Und jetzt schon wieder die Spuckschlangen. Oh, das gibt's doch nicht. Komm schon. Ah, wenn sie nicht in Blau sind, geht's. In Blau oder sonst wie gebufft sind sie ziemlich gefährlich. Du scheiß Spuckvieh, du. Das Gebiet ist doch weitläufiger, als ich erwartet hatte. Hält uns aber nicht davon ab, diesen Banditenlord zu finden. Soweit kommt's noch. Ja, was auch immer, ihr Banditen. Ich kann auch dieses Warlord-Ding. Mein Mana kennt keine Grenzen. Ja, das war das einzig wirklich Interessante hier drin. Oh, ich hatte ein Level-Up. Cool. Ich habe einen Kolben in der Hand, also... Damage und Accuracy mit Kolben steigern. Zack. So. Was, da ist ein Durchgang? Waterfall Cave, okay. Ah ja, klar, hier geht's ja in zwei Gebiete rein. Komm schon, Banditenkumpel, wo bist du? Ah, wenn ich wüsste, dass es in der Waterfall Cave einen Teleport, einen Waypoint gibt, ne? Würde ich mal den ja schnappen. Ah, ich bezweifle es jetzt einfach mal. Vor allem, ich habe keine Quest für das Gebiet, also gehe ich da jetzt noch nicht rein. Ah, daneben gehauen, na klasse. Ah, beweg dich, los, mach deine W, E, Q, was auch immer, alle Skills raushauen! Ah! Ja, das passt schon, die sind ja nicht speziell. So. Oh Gott, gibt's von euch so viele. Das gibt's ja nicht. Weg mit dir. Scheiß Cobra-Viecher. Hol die Rolle. Du sollst die Rolle einsammeln. Geht doch. Ja, aber... Na, nein, 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 nein. Oh Gott. Mach die Kuh. Es wird Zeit. Das Gute ist, dass ich kein Mana habe, ja. Dass ich ja jetzt diesen Life Leech habe. Dieses Life Leech Juwel für den, also Support Gem. Dass die Attacke dann Life Leecht. Ach, das rettet mich hier schon ab und zu. Beziehungsweise ich kann damit vermeiden, dass ich so viele Tränke raushauen muss. Heiltränke. Mana-Tränke geht ja noch. Und das Gebiet ist wirklich echt weitläufig. Habe ich nicht erwartet. Ja, kommt her, kommt, sammelt euch. Bam, bam. Zack, und das Leben wird wieder nicht viel voller, naja. Wo ist jetzt bitte dieser Banditenfreak? Oh, du Sch... Das sind ja wirklich ein paar... Das sind ja wirklich ein paar, wollte ich sagen. Und rechts seht ihr, wie nur noch die Juwelen am Leveln sind. Oh, komm schon. Ach, kein Mana. Gut, das war der.
Ha. Jetzt haben wir aber wirklich bald das ganze Gebiet. Ah, das hier, das sieht doch lagermäßig aus. Ah, kommt her, schlagen nicht, dass ihr mir noch in den Rücken gefällt, auf irgendeine Art und Weise. Komm. Du auch. So, ich hab euch doch alle lieb. Den kann ich nicht einfach so angreifen, okay. Gut, mit denen sollte ich klarkommen. Er spricht nicht mit mir, okay. Oh, das ist der Storm, my usual, okay. But you're not usual, are you? Ha, 40 maximales Leben. Oh gut, das wäre schon ein bisschen was. Das ist wirklich nicht so schlecht. Aber, naja. Nein, ich habe lieber dann 8% Resistenz für jedes Element. Also den töten wir. So. Also versuchen wir zu töten, sagen wir es mal so. Einmal die E. Mit der Kuh wird alles weitere erstmal weggeholzt. Wieder mal die E, kurzes Support-Coup. Weg mit dir. Und jetzt bist du an der Reihe. Oh, der hält schon was aus. Markieren wir dich mal. Kein Life-Leech auf den? Habe ich kein Life-Leech auf den? Ah, Molten Shell, so. Ui, der hält wirklich ein bisschen was aus. Ja, komm, Kumpel. Stell dich nicht so an. Du willst es doch auch. So, mal wieder Molten Shell. Das gibt uns immer ein bisschen gut Rüstung und... Ja. 300 Rüstung kann man gut mitnehmen, ne? Ciao, Oak. Ein gelber Schild, den nehmen wir mit. Und eine Tunika. Blah. Acquire the Amulet of Kreitins Rival, Alira. Die ist hier unten im westlichen Wald. Ja, also 8% Resistenz ist richtig cool. Was will der uns nochmal geben? Passiver Skillpunkt, da scheiße ich drauf, ganz ehrlich. So, was haben wir denn? Vielleicht ist das ja doch was. Der Fug. Das Ding ist sogar richtig gut. Haha. Das Ding ist richtig gut. Scheiße, ey. Ja, 42% erhöhte Ausweichchance und, na gut, bei mir wäre es kein Energy Shield, ich habe hier kaum. 4% Resistenz auf alle Elemente. Gut, das war dann der Freak. Ich gehe einfach mal hoch in diese Wasserfallhöhle, um zu gucken, ob wir dort einen Teleporter freischalten könnten. Also ein Waypoint. Ich meine, wenn wir den dann schon haben, wäre das doch schon nützlich. Ja, sind hier keine Gegner mehr. Habt ihr jetzt alle Angst bekommen, weil ich den Bandit hier vernichtet habe? Komm, du, da klettert doch. Ja. Zack. Ich wollte gerade sagen, da klettert doch was raus, oder? Gehen wir hier einfach mal rein. Da finden wir bestimmt einen Waypoint. Gegner! Die machen eh keinen Schaden.
Ba-ba-bau. Oh. Was mache ich hier? Ah, ich war gerade ein bisschen dreist geworden, glaube ich. Oh. Wieso heilen meine Tränke nicht, beziehungsweise kaum? Ah, mana. Irgendjemand hat mich so verzaubert, dass ich kein... Schwäche war das wahrscheinlich. Au, das war böse. Geh kaputt. Das war echt böse gerade. Easy to map. Okay, ich habe einfach nur mehr Schaden genommen. Anscheinend hat das dann den Heal wieder weggemacht. Oh. Kriegsschwert. Oh. Für jedes Juwel ist was drin. Naja. Hier haben wir eine Sackgasse. Na gut, machen wir mal die Pots kaputt. Dann schauen wir uns weiter um. Ich meine, so schlimm ist das ja jetzt nicht, sich hier mal umzugucken. Trick Spirit Shield. Okay. Ja, Heilung. Geh weg, du Monster. Ah, die machen aber im Vergleich zu den anderen schon gut Schaden. Ah, kommt schon. Vor allem hier steht nie dabei, für welches Level der Bereich gedacht ist. Entschuldigung. Ah ja. Gehen wir mal hier weiter, genau. Ein Boulder! Ja, komm her, du. Du süßer Bär. Heieiei, die machen richtig gut Schaden auf mich, wenn ich geschwächt bin. Oho. Yay, Game Level Up. Welcher denn? Life Gain und Hit. Oh. Nice, das ist um 4 gestiegen. Das ist heftig. Ah, jetzt kommen wir fast sogar gegen diesen Debuff an. Und wieder einer gestiegen. Den wir nicht leveln können. Ach, ist nur Infernal Blow. Den benutze ich ja eh relativ selten. Ja, kommt her. Hui. Was waren dann die? Irgendwie habe ich das Gefühl, hier finden wir gerade keinen Waypoint. Ich sehe nicht mal, ob ich den treffe. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, ja. Was habe ich denn hier für Ladungen? Ah, wir sind... vergiftet. Au, das hat Schaden gemacht. Mann. Knappe Sache. Vor allem ist es egal, wenn wir sterben, weil wir zu zurück in die Stadt gehen. Okay. Interessant. Ich hätte trotzdem lieber gerne einen Dingens. Ein Waypoint. Aber das Spiel will nicht so, wie ich möchte. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Na los. Kuh dich durch, Kumpel. Haha. Also wenn uns das hier alles nichts bringt, EP bringt's uns. Ah ja, ist okay. Geh kaputt. Scheiß Verflucherei da. Hm. Ja. Oh, shit. Oh, ich liebe diese Kuh, wie die uns den Arsch so oft rettet. Oh ja, diese Kuh ist wirklich göttlich. Zack. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Kuh mag? Oh, hier ist ein Bär.
bisschen groß für einen Bär, ja, ich weiß, aber es ist ein Bär, so. Verliere ich durchgehend Leben? Okay, wo kam das her? Naja, egal. Ich habe oben links noch so einen Debuff gesehen. Wieso finden wir immer den richtigen Weg? Das gibt's doch nicht. Also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwas Neues, also Waypoint-mäßiges ist, aber warum nicht, ne? Wirklich Besseres zu tun haben wir ja jetzt eh nicht. Was? What the? Phantom Okkultist, okay. Oh verdammt, die halten aus, die halten aus. Aber ich auch. Ach komm schon, geh kaputt. Extra Fire Damage, gut. Ha. Sie sind... Was ist... Hä? Warum sind die so komisch? Bin ich hier unter Wasser oder was? Was geht hier mit den ganzen Gegnern gerade ab? 2,7 Leben pro Sekunde, okay. Ah, Phase One ist das, ah. Also ein Skill von denen, den sie benutzen können. Oh, ich will jetzt aber erstmal hier runter gucken gehen, ihr Mistviecher. Ah, vielleicht doch nicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Den Funnel Blow! Okay, hier könnte man jetzt gut die Kuh mit dem Feuerschaden koppeln, den ich verkauft habe. Dann wäre das gegen die Geister sehr effektiv. Aber so wichtig ist mir das halt eben nicht. Solange es funktioniert, funktioniert es nämlich. Und, haben wir hier was drin? Nee. Mich stört das nämlich nicht, wenn ich hier viel Schaden kriege. Solange es halt eben noch funktioniert, brauche ich nichts dran verändern. Vor allem bin ich auch viel zu faul, da jetzt gescheit drüber nachzudenken, wie es richtig klappt. Scheiße, da sind Geister. Feuerschaden! Bam! Na los! Na los! Ach, dann halt die Kuh. Renn nicht weg. Hör auf. Wo bist du? Mistvieh. Ja, euch hau ich auch um, ihr Teddybären. Wenn ich treffe, habe ich schon wieder Weakness auf mir? Nee, Verwundbarkeit. Gibt's doch nicht. Ich habe die ganze Zeit Debuffs auf mir. Ja, das hier sieht interessant aus. Das sieht ja mal saucool aus. Waypoint! Yeah! Elementarschadenskelette. Nein! Nein! Gut, ja. Ich habe keine Lust mehr. Nein, ich wollte ja eh nur bis zum Waypoint, das reicht auch. Gut. Wohin? Die Quests schicken uns dann, na gut, auf in den Dark Forest und dann halt eben nach Westen. Beziehungsweise dahin, wo dieses scheiß Durchgangsdingsy ist. Ja. Das ist jetzt nämlich die Frage. Wo ist der Durchgang jetzt, ne? Och, ja, ich lasse euch einfach mal hinterherlaufen. Ihr könnt euch von mir aus bei mir sammeln dann nachher und dann töte ich euch. Aber ich halte mich jetzt nicht ewig an euch auf. Ja, ja. So. Das muss reichen. Mehr Aufmerksamkeit gibt's nicht. Okay, für euch gibt's mehr Aufmerksamkeit, vor allem wenn du so groß bist und wahrscheinlich gelb. Ja. Ja, kotzt mir doch Feuer ins Gesicht. So.
Das Interessante ist ja, die Banditen können anscheinend in Frieden mit den Schlangen leben, wir nicht.